Ja, gemeinsame Wahrheiten zu nutzen ist ein bisschen wie Manipulation, aber... Und ich weiß ganz genau, dass ich mir hiermit auf jeden Fall verbaut habe, das eine oder andere Mal eine gemeinsame Wahrheit einzusetzen, weil nachdem du das Video geschaut hast, wirst du sehr stark darauf achten, ob ich es bei dir auch mache. Was mache ich denn jetzt, wenn ich derjenige bin, der zu ihm gegangen ist, wenn ich ihn gecoldcalled habe und schon hat Mike in dem Fall verstanden, ah, wir stehen gar nicht auf gegenüberliegenden Inseln. Ich habe gar keine Schwierigkeit damit. So, hallo und herzlich willkommen zu diesem YouTube-Video. Ich bin gerade fertig geworden. Und zwar mit einem Video, der eigentlich für unseren Kurs gedacht ist. Dieses Video wird in voller Länge in unserem Kurs sein. Ich nehme gerade nach und nach immer mehr Inhalte auf. Aber du auf YouTube, unglaublich, hast jetzt die Möglichkeit, ein Video der Sales Masterclass zu sehen aus unserem bezahlten Kurs. Es geht um die gemeinsamen Wahrheiten, eine meiner absoluten Lieblings-Sales-Techniken. Super fortgeschritten, super schwierig zu erlernen. Und ich kann es nur noch mal sagen, das wirst du auch im Video hören. Manipulation funktioniert nur dann, wenn die andere Person nicht merkt, dass sie manipuliert wird. Sobald die andere Person merkt, dass du sie gerade am Manipulieren bist, verlierst du. Deswegen mit Genuss benutzen und im nächsten Schritt, vor allem aber auch, sehr gut darin werden, das zu machen. Denn es ist eine Waffe. Viel Spaß damit und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. So, herzlich willkommen zurück zu diesem Video. Und zwar geht es hierbei um eine meiner Lieblings-Sales-Techniken, gemeinsame Wahrheiten. Ich nutze die gemeinsame Wahrheiten eigentlich immer, weil es eine sehr fortgeschrittene Sales-Technik ist. Und ich möchte hierbei nochmal kurz vorher sagen, Sales-Techniken funktionieren dann extrem gut, wenn die gegenüberliegende Person nicht weiß, was du tust. Ja, gemeinsame Wahrheiten zu nutzen ist ein bisschen wie Manipulation, aber fuck it. Ja? Es ist, wie es ist. Es ist fortgeschritten. Und das, was bei fortgeschrittenen Techniken auf jeden Fall passieren muss, ist, dass der Gegenüber nicht merken darf, dass du es tust. Merkt der Gegenüber, dass du eine fortgeschrittene Sales-Technik nutzt oder eine Form der Manipulation nutzt, verliert er das Vertrauen in dich voll und ganz. Es muss sehr subtil stattfinden und es muss sehr smart gemacht werden. Und ich weiß ganz genau, dass ich mir hiermit auf jeden Fall verbaut habe, das eine oder andere Mal eine gemeinsame Wahrheit einzusetzen, weil nachdem du das Video geschaut hast, wirst du sehr stark darauf achten, ob ich es bei dir auch mache. Aber gemeinsame Wahrheiten, es fällt mir übrigens auch ein Zitat ein. Es gibt ein Zitat, die beste Art eines Gefängnisses ist, wenn du gar nicht erst merkst, dass du im Gefängnis bist. Wenn du gar nicht das Gefühl hast, dass du die Gitterstäbe anfassen kannst, du aber in einem Gefängnis drin bist und gar nicht weißt, ob du rauskommst. Das ist ein sehr interessantes Zitat. Genauso ist es auch mit Manipulation. Manipulation funktioniert nur dann, wenn die Person nicht merkt, dass sie manipuliert wird. Also, gemeinsame Wahrheiten, wie funktioniert's? Die meisten Menschen, wenn sie in einer Diskussion sind oder einem Sales-Gespräch oder in einer Konfrontation, egal in welcher Art und Weise, glauben, dass eine Unterhaltung oder eine Diskussion oder ein Sales-Gespräch folgendermaßen aussieht. Wir haben zwei Personen, einmal dich und einmal den Kunden. Und, ups, da habe ich falsch rumgemacht, ja. Die meisten Leute gehen davon aus, dass der Kunde, das ist Person B und Person A, haben gegenteilige Meinungen. So, und Person A möchte jetzt Person B davon überzeugen, dass Person B zu ihm rüberkommt. Und wenn wir uns das vorstellen, das ist eine Insel und Person A steht auch auf einer Insel, dann sind die meisten Amateure, gehen so vor, dass sie sagen zu der Person B, hey, komm zu mir, auf dieser Insel ist es besser, hier wachsen mehr Bananen, hier sind mehr Früchte, wir sind näher dran am Festland, bla bla bla. Und Person B schreit dann zurück, nein, hier ist es besser, was auch immer, bla bla bla. Und dann versucht Person A, um Person B zu überzeugen, einfach die besseren Argumente zu liefern und ihn zu overpowern. Was ich ganz gerne mache, ist es Person B zu zeigen, dass wir bereits auf einer Insel stehen. Und ich sage zu ihm, Brudi, du und ich sind doch schon auf einer und derselben Insel, wir stehen nur an verschiedenen Flecken, du bist bereits meiner Meinung. Auf meiner Insel sind die Bananen leckerer, ja, aber du stehst auch auf meiner Insel. Wir sind bereits einer Meinung. Wie sieht das jetzt in der Praxis aus? Einfaches Beispiel. Ich hatte mal eine Situation mit einem Kunden von mir, der war streng religiös, Moslem. Und der kam zu mir, hat zu mir gesagt, Tarek, du, eigentlich kann ich es hier lassen. Der hat zu mir gesagt, du Tarek, wie kann ich das machen, dass ich im Vertrieb einfach mehr Disziplin an den Tag lege? Wie schaffe ich es einfach durchzuziehen, unabhängig davon, wie es mir gerade geht? Und im Verkauf gibt es eine Form, die super gut funktioniert. Das ist nun mal etwas, wenn der Gegenüber dich als Experten wahrnimmt, dann kannst du Autorität nutzen. Im Verkauf geht es viel um Autorität. Und deswegen empfehlen dir auch viele Verkaufsexperten oder Vertriebsexperten oder Verkaufstrainer, wie ein Experte zu wirken, dich gut zu kleiden, einen guten Händedruck zu haben, sehr authentisch zu sein, selbstbewusst zu sein, dein Produkt gut zu kennen. Warum? Weil das stärkt deine Autorität. Es sorgt dafür, dass man dich als autoritärer wahrnimmt. Und Meinungen von Autoritäten nehmen wir für voll. Genauso ist es auch beim Arzt.
Ein Arzt braucht mich nicht davon zu überzeugen, was ich machen soll mit meiner Gesundheit, wenn ich gerade krank bin. Warum? Weil aufgrund seiner langjährigen Erfahrung und aufgrund seines langjährigen Studiums, seines Diploms und seinen ganzen Auszeichnungen spreche ich dem Arzt eine Autorität zu in seinem Themengebiet. Das heißt, wenn der Arzt zu mir sagt, Tarek, mach bitte ABC, dann mache ich auch ABC. Ich sage, alles klar, Herr Arzt, mache ich. 100%. Warum? Weil der Arzt Autorität hat. So, jetzt werden euch einige Leute versuchen zu erklären, okay, du versuche einfach in deinem Themengebiet eine Autorität zu sein. Manchmal geht das nicht sofort. Das heißt, die anderen Leute werden euch nicht sofort als Autorität wahrnehmen. Was mache ich denn jetzt, wenn ich derjenige bin, der zu ihm gegangen ist, wenn ich ihn gecoldcalled habe, ja, und ich will ihn anrufen? Dafür gibt es noch eine andere Methodik. Natürlich hätte ich in dem Kundenbeispiel jetzt in dem Fall, wenn mein Kunde mich fragt, Tarek, was mache ich denn, wenn ich mich nicht so fühle, hätte ich die Autorität nutzen können. Ich hätte so etwas sagen können wie, du, hör mal zu, mein lieber Mike, nennen wir ihn mal Mike. Mike, ich bin so und so reich, ich mache den und den Umsatz, ich habe so und so und dies und das und dies ja nichts gemacht. Du willst das Gleiche erreichen wie ich, deswegen solltest du jetzt unbedingt das Gleiche machen wie ich. Ich würde meine Autorität nutzen, meine vorigen Erfahrungen bzw. meine vorigen Erfolge vorschieben, meine Autorität aufbauschen und aufgrund dessen meine Meinung zu seiner machen. Das funktioniert. Ich habe aber einen smootheren Weg gewählt. Ich habe eher zu ihm gesagt, du, Mike, du bist doch strenggläubiger Moslem, richtig? Da hat er gesagt, ja, bin ich. Ich habe zu ihm gesagt, Mike, betest du denn auch? Er sagt, ja klar, 5-mal am Tag. Und ich sage, ah, das wundert mich. Warum? Ich sage, und es regnet doch gerade draußen, oder? Er sagt, ja, es regnet. Hast du heute schon gebetet? Er sagt, ja, klar habe ich heute gebetet. Okay, und als gestern die Sonne geschienen hat, hast du da gebetet? Er sagt, ja, natürlich habe ich gebetet. Ich sage, und als deine Arbeit gut lief, hast du gebetet? Er meinte, ja, ich bete immer. Ich sage, kurze Frage, Mike. Wenn deine Familienmitglied von dir, wenn deine Mutter morgen stirbt, Gott bewahre, ja? Aber angenommen, deine Mama stirbt, sie hat den letzten Tag auf dieser Erde. Würdest du dann beten oder würdest du aufhören zu beten? Er sagt, natürlich würde ich beten. Ich sage, und deine Mama lebt doch jetzt gerade noch, ne? Er sagt, ja. Ich sage, betest du dann? Er sagt, ja, ich verstehe, was du worauf hinaus möchtest. Ich sage, du Idiot, worauf ich hinaus möchte, ist das Folgende. Du hast verstanden, dass das Konzept von, ich tue etwas unabhängig von meinen Umständen, um an einen Erfolg zu kommen, dieses Konzept hast du bereits angewendet in der Religion. In der Religion hast du verstanden, dass unabhängig davon, wie es gerade in meinen Umständen ist, muss ich mich nach den Vorgaben, den Geboten, den Vorgaben Gottes halten, unabhängig davon, was jetzt gerade in meinem Leben passiert. Ob es mir gut geht, schlecht geht, ob mein Arm abgefallen ist, ob ich arm bin, reich bin, ob es draußen regnet, die Sonne scheint, scheißegal, was gerade passiert, ich muss Vorgaben einhalten, um an mein Ziel zu kommen, nämlich den Eintritt ins Paradies zu schaffen. Richtig oder falsch? Er sagt, ja. Ich sage, siehst du, wenn du diesen Kodex doch schon befolgst, diese logische Kette bereits befolgst in dem einen Teil in deinem Leben, wieso bist du denn nicht bereit, das in dem anderen Teil deines Lebens zu machen? Und schon hat Mike in dem Fall verstanden, wir stehen gar nicht auf gegenüberliegenden Inseln. Ich habe gar keine Schwierigkeit damit, Disziplin an den Tag zu legen, bei Dingen, auf die ich keinen Bock habe. Ich mache das bereits, nur ich habe nicht realisiert, dass wir bereits auf einer Insel sind, dass die Insel eigentlich hier drumherum geht. Das ist der Verkauf über gemeinsame Wahrheit. Anderes Beispiel. Angenommen, du bist ein Dienstleister für eine Marketingagentur und du hast eine Marketingagentur und du möchtest ganz gerne an Fitnessstudios verkaufen. Und du bietest diesen Fitnessstudios nun eine Möglichkeit an, Leads zu generieren, ja, für Mitgliedschaften. Das heißt, du bist ein Online-Marketing-Dienstleister, du schaltest Werbung auf welchen Plattformen auch immer und du bist in der Lage, jetzt diesem Fitnessstudio-Mitglieder zu bringen. Jetzt kommt der Owner um die Ecke und du bist mit ihm am Telefonieren. Er sagt, ja, du, erzähl mal, was machst du? Und du willst natürlich ganz, ganz brav erstmal vorqualifizieren, herausfinden, was es ist. Du willst jetzt nicht natürlich sofort anfangen zu erzählen. Er sagt, nein, ich will wissen, du brauchst gar nicht hier zu fragen, ich mache solche Anrufe schon zigtausend Mal am Tag. Sag mir einmal, was der Scheiß hier kostet und was du genau machst. So, du kannst jetzt natürlich auf Autorität gehen, wird nicht funktionieren. Warum? Weil er hat die Autorität, du rufst an. Status quo jetzt, im Cold Call rufst du gerade an und er hat die Autorität, weil du was von ihm willst und er noch nichts von dir will. Du hast ihm noch kein Value geboten, weshalb im Grunde genommen das Machtverhältnis
noch nicht von oben herab ist. Er hat die Autorität. Sich hier auf Autorität zu berufen, wird nur das zu einer Streitsituation führen. Du wirst die Brücke verbrennen, er drückt dir eine negative Bewertung rein, du wirst den Kunden nicht gewinnen. Wir sind nicht bei Wolf of Wall Street, wir sind im echten Leben. Manchmal müssen wir einfach realisieren, in welcher Position wir sind. Das heißt, du rufst ihn an, er sagt, nee, sag mir sofort, was Sache ist. Also habe ich hier keine andere Wahl, als eine gemeinsame Wahrheit zu finden. Die gemeinsame Wahrheit ist die folgende. Du, Bernd, kurze Frage, bevor ich jetzt hier weitermache. Ich werde auch deine Zeit nicht sonderbar viel in Anspruch nehmen. Du betreibst doch ein Fitnessstudio, es kommen Menschen zu dir mit den verschiedensten Körperformen. Fett, dünn, krank, nicht krank, egal was es ist. Liege ich da richtig oder falsch? Oder sind alle die Leute in deinem Fitnessstudio gebaut wie Herkules? Sagt, nein, die sind alle verschieden. Okay, alles klar. Einfache Sache, wenn ein Mensch zu dir kommt und du vorher noch nicht seinen Körperfettanteil gemessen hast, sein Gewicht nicht gemessen hast, nicht weiß, welche Krankheiten er hat, ob er eine Knochenkrankheit hat, ob er sich schon mal irgendwas verrenkt hat, ob er eine Blutkrankheit hat, ob er schon mal Sport gemacht hat, du noch nichts über ihn weißt und er zu dir sagt, gib mir jetzt einen Trainingsplan. Jetzt sofort, ich will einen Trainingsplan haben. Dann wirst du doch auch erstmal zu ihm sagen, okay, lass uns mal kurz hinsetzen. Was ist dein Körperfettanteil? Lass uns den messen. Wie viel wiegst du? Welchen Sport hast du? Hast du Krankheiten, Allergien? Wie willst du aussehen? In welcher Zeit? Auf der Basis wirst du ihm noch einen Trainingsplan geben, richtig? Hat er gesagt, ja. Okay, gut. Und genau so muss ich auch vorgehen. Denn wir bauen hier zwar keine Muskeln auf, aber wir bauen einen Kanal auf, womit wir dauerhaft Mitglieder gewinnen können. Der ist sehr stark davon abhängig, welchem Status quo wir sind. Deswegen, wenn du mir erlaubst, 2 bis 3 Fragen zu stellen, die ganz präzise sind und auch nicht viel deiner Zeit in Anspruch nehmen, dann wirst du innerhalb der nächsten 7 Minuten eine ganz konkrete Antwort bekommen, wie ich dir helfen kann. Können wir uns darauf einigen? Bang. Er sagt, nein, ich will sofort eine Antwort haben. Ich sage, anstatt zu sagen, nein, ich will jetzt erstmal meine Fragen beantworten, sage ich zu ihm, hey, mein Lieber, wir sitzen doch auf einer gemeinsamen Insel. Unsere gemeinsame Insel heißt, du stellst auch Leuten Fragen, um Bedarf zu erfassen. Und das in deinem Daily Doing. Das heißt, erlaube mir, das Gleiche auch zu tun. Gemeinsame Wahrheiten. Letzter Schritt. Was passiert, wenn ich eine solche gemeinsame Wahrheit nicht finde? Ja, du musst dich halt informieren. Also du musst, das ist halt aber die Realität. Ich kann dir jetzt nicht alle Beispiele geben, aber die beste Art und Weise, gemeinsame Wahrheiten zu finden, ist es halt, sehr viel Know-how in den verschiedensten Bereichen zu sein. Wenn ich mit einem Tennisspieler sitze, einem passionierten Tennisspieler, ist es für mich schwierig, eine gemeinsame Wahrheit zu entdecken, wenn ich vorher noch nie was über Tennis wusste. Deswegen ist es wichtig, regelmäßig auch Themengebiete zu ergründen, die frequent in deiner Zielgruppe vorkommen. Wenn ich mit wohlhabenden Geschäftsleuten über 50 in Deutschland Geschäfte machen will, ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass das Informieren über Golf ein guter strategischer Move wäre. Warum? Na, weil die alle Golf spielen, ja? Das ist ganz, ganz offensichtlich. Wenn du eine Gemeinsamkeit merkst innerhalb deiner Zielgruppe, sowas wie, ja, die fahren alle Porsche oder sind autoverrückt oder sie hassen Autos oder sie lieben Uhren, oder sie interessieren sich für Pferde. Oder sie leben in einer bestimmten Gegend. Egal was es ist, dann solltest du im besten Fall dich in diesen Themengebieten informieren. Weil dann kannst du mitreden und kannst darüber gemeinsame Wahrheiten finden. So, jetzt die letzte Stufe der gemeinsamen Wahrheit, damit ich sie anwenden kann. Die letzte Stufe der gemeinsamen Wahrheit ist die, wo ich eine gemeinsame Wahrheit platziere und sie später nutze. Was ich zum Beispiel super gerne mache, ist es einen... Das ist schon eine extrem weite Form der Manipulation. Ist es, einen Glaubenssatz zu platzieren innerhalb meiner eigenen Kundenkreise oder innerhalb meines Kundensegments, welche hilfreich sind, um im späteren Verlauf mich darauf zu beziehen, um auf der Basis dann ein bestimmtes Verhalten zu erwecken. Sehr, sehr fortgeschritten, sollte nur eingesetzt werden auch zum Benefit des anderen. Ja? Ausschließlich deshalb. Ich gebe euch ein komplett imaginäres Beispiel, welches es niemals gab. Ja? Und das war auch komplett, selbst wenn es das existiert hat, dann war es immer nur zu unserem Benefit. Gehen wir mal davon aus, ich wäre der Staat. Und ich möchte ganz gerne kooperieren mit Drogenkartellen, mit legalen Drogenkartellen, nennen wir sie mal, keine Ahnung, irgendwas mit P und dann AMA, irgendwas in der Richtung, ja, mit irgendwelchen Konzernen, ja, die ja Pillen herstellen, ja, das sind Drogen. Und ich möchte aber auch, dass diese Drogen eingenommen werden. Das heißt, was ich ganz gerne machen kann, beziehungsweise ich möchte ganz gerne, dass das so Stoffmasken getragen werden. Weil
es eine Krankheit gibt, die Stoffmaske schützt mich zwar nicht vor Krankheit, aber sie schützt mich vor Übertragung. Das ist genau der Punkt. Genau das will ich halt implementieren. Was mache ich dann? Angenommen, mein Ziel ist es am Ende, dich dazu zu bringen, hier hinten, eine Maske zu kaufen. Ich habe aber keine verdammte Maske. Ich hab keinen Grund, dass ich dir eine Maske verkaufe. Ich habe eine Maske da, ich habe ganz viele Masken auf Lager, aber ich weiß nicht, wie ich sie dir verchecken soll. Ich habe keine Ahnung. Und angenommen, ich möchte ganz gerne, dass du die Maske trägst, unabhängig davon, ob du krank bist oder nicht. Das wäre ja noch besser, weil wenn du die Maske nicht trägst, wenn du krank bist, dann habe ich ja... Damit kann ich ja weniger Masken verkaufen. Das heißt, ich möchte unbedingt, dass du eine Maske trägst, unabhängig davon, was gerade in der Welt passiert. Also muss ich nur eine gemeinsame Wahrheit platzieren. Eine gemeinsame Wahrheit zu platzieren, klappt super gut über Autoritäten. Über etwas, was du und ich respektieren. Vielleicht so etwas wie eine Organisation, die wissenschaftlich akkreditiert ist. Irgendein Institut, irgendwas, wo ich dem einen coolen Namen gebe. Ja, irgendeinen Gutenberg-Namen. Es ist das Gutenberg-Institut oder das Robert Gutenberg. Na, vielleicht zu nah. Irgendein Institut ist auf jeden Fall. Und dieses Institut platziert die gemeinsame Wahrheit, richtig, nicht direkt bevor ich die Maske kaufen will, sondern ein paar Wochen vorher. Und dieses Institut, nehmen wir das mal, das Robert Gutenberg-Institut, sagt, du, wir haben herausgefunden, dass Masken hypereffektiv sind im Falle einer massiven Krankheitswelle, sagen wir mal so. Sie sind extrem effizient darin, dich nicht dich zu schützen, weil selbst wenn du krank bist, sollst du eine Maske tragen. Genau deshalb, weil du damit deine Oma schützen kannst vor Ansteckung. Diese Wahrscheinlichkeit liegt nämlich bei 98,8% oder 99,8%. Dann platziere ich einige Wochen vorher diese Wahrheit, sodass, wenn es dann soweit ist, ich diese Maske verkaufen will, ich dann einige Wochen später mich darauf berufen kann, dass ja dieses Institut, welches übrigens Autorität hat, diese gemeinsame Wahrheit in die Welt gesetzt hat. Sodass ich dann Wochen und Monate später hier bereit bin, diese Maske zu kaufen und sie auf mein Gesicht zu setzen, wie ein absoluter Vollidiot, ob ich krank bin oder halt eben nicht. So funktionieren gemeinsame Wahrheiten, wenn ich einen Samen platzieren muss. Die einzige Art und Weise, also jetzt mal kurz als Zusammenfassung. Wie kann ich einen gemeinsamen Wahrheiten-Samen platzieren? Indem ich eine extreme Autorität habe, welche Wochen oder Tage oder Monate vorher ein Narrativ spinnt, welches für mich vorteilhaft ist. Und dieses Narrativ muss eine bestimmte Verhaltensweise bei mir erzeugen, beziehungsweise in mir wecken. Und dieses Narrativ kann entweder durch Angst geschürt werden oder durch Hass geschürt werden, durch Liebe geschürt werden. Das muss auf jeden Fall eine sehr, sehr starke Emotion sein, die mir ermöglicht, dieses Narrativ zu spinnen, welche dann, wichtig, immer Wochen, Tage, Monate vorher bereits anerkannt werden muss von der Person, bevor man auf dieser gemeinsamen Wahrheit kapitalisiert. So, ich hoffe, das war verständlich. Wenn ihr weitere Beispiele haben wollt, dann kommt am besten auf uns zu und lasst uns gemeinsam ein Beispiel finden, welches für euch beneficial ist, womit ihr im Grunde genommen eure gemeinsamen Wahrheiten durchdrücken könnt bei euren Kunden. In dem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen, bis zum nächsten Video. Ciao, ciao.